Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesordnungspunkt 32 auf die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über den Anspruch auf Bildungsurlaub. Es ist Drucksache 5617 zu 5140 aus 19. Und ich erteile als Erstes als Berichterstatterin der Abgeordneten Bächle-Scholz das Wort. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kollegen! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN bei Stimmenthaltung von SPD, LINKEN und FDP den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Danke sehr, Frau Bächle-Scholz. Ich eröffne die Aussprache. Die vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Als Erstes hat sich Herr Decker für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf für meine Fraktion feststellen, dass der Gesetzentwurf leider im Hauruckverfahren durchgezogen worden ist. Das liegt offensichtlich daran, dass das Auslaufen dieses Gesetzes so plötzlich kam wie Weihnachten, meine Damen und Herren. Und so wie es bei vielen anderen Gesetzgebungsverfahren, was auf der letzten Minute durchgezogen wird, offensichtlich auch der Fall ist. Also aus dem Grund ist auch eine ausgewogene Erörterung der Kritikpunkte im Detail und eine ausgewogene Erörterung der Änderungsvorschläge, die in zahlreicher Weise ja von den Anzuhörenden gekommen sind, aber auch Änderungsfraktionen der Vorschläge der Oppositionsfraktionen so kaum noch möglich gewesen. Und wenngleich die Neufassung des Gesetzes einige Punkte enthält, die in die richtige Richtung gehen, ich will als Beispiel nennen, die Einführung einer Kostenerstattung an Betriebe, wird sich die SPD-Fraktion aus den genannten Gründen von mir eben bei der Abstimmung über das Gesetz enthalten. Und wir hätten uns unter anderem gewünscht, dass auch bildungsinteressierte Menschen, deren finanzielle Lage aufgrund ihrer Lebens- und Arbeitssituation eine Teilnahme an Bildungsmaßnahmen nicht erlauben, eine Kostenerstattung oder einen Zuschuss erhalten hätten. Und, ein weiterer Punkt wäre aus unserer Sicht gewesen, dass man dem Vorschlag gefolgt wäre, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu steigern, auch eine Kostenerstattung für Kinderbetreuung auf Antrag der Maßnahmeträger richtig und sinnvoll anzuwenden. Aber auch das ist leider nicht geschehen. Und ein weiteres Defizit des Gesetzentwurfs ist, dass die sogenannten begründeten Ausnahmefälle für die Verkürzung der Maßnahmezeiten nicht klar definiert sind. Und das schafft nach unserer Auffassung möglicherweise mehr Verwirrung als Klarstellung. Und wir bedauern auch, dass sich die Landesregierung nicht dazu durchringen konnte, auch die kommunalpolitisch ehrenamtlich Tätigen in die Reihe der Bildungsurlaubsnehmer einzubeziehen. Auch sie leisten ebenso wie die anderen vielen Tausend Ehrenamter ihren Beitrag zum Gemeinwohl, meine Damen und Herren. Das ist auch aus unserer Sicht ein Bereich, in dem wir noch Handlungsbedarf sehen. Und auch ist an uns zwischenzeitlich die Frage herangetragen worden, warum in Hessen noch das zweistufige Verfahren angewandt wird, mit dem Träger und Veranstaltungen zertifiziert werden. Z.B. in Baden-Württemberg, aber auch in Nordrhein-Westfalen findet das Ganze in einem allstufigen Verfahren statt. Alles in allem, meine Damen und Herren, hätten wir uns aber auch insgesamt von der Landesregierung erwartet, dass sie mit mehr Engagement dazu beigetragen hätte, die Inanspruchnahme vom Bildungsurlaub zu steigern und überhaupt aktiver für die Sinnhaftigkeit zu werben, meine Damen und Herren. Denn Sie erinnern sich, dass wir im Zusammenhang mit der Debatte um den Bildungsbericht hier in diesem Haus im Laufe des Jahres feststellen konnten, und da haben wir eine andere Auffassung und haben die Zahlen anders gelesen als die Landesregierung, dass wir ein großes Defizit haben in der Inanspruchnahme von Bildungsurlaub. Und ich kann mich gut daran erinnern, wir haben damals im Zuge der Debatte auch z.B. vorgeschlagen, dass die Landesregierung hierzu eine Kampagne auf den Weg bringt, die nachhaltig dafür wirbt, für die Inanspruchnahme von Bildungsurlaub. Und wir hatten gleichzeitig angeregt, dass die Landesregierung auch einmal in anderen Bundesländern sich umhört,
wie dort die Verfahren sind und wie dort Kampagnen laufen, weil wir der Auffassung waren, und das sind wir heute noch, dass man Früchte ziehen könnte aus den Verfahren in anderen Bundesländern. Denn eines ist klar, das war der Sinn und Zweck, warum wir das vorgeschlagen haben. Die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, meine Damen und Herren, macht deutlich, wie wichtig auch gesellschaftspolitische, soziale und ehrenamtliche Weiterbildung ist, meine Damen und Herren. Wir werden an dieser Stelle nicht aufhören. Das Gesetz wird ja dann so wahrscheinlich in unveränderter Fassung kommen. Aber es wird sich im Laufe der Zeit dann sicherlich Gelegenheit finden, noch einmal den einen oder anderen Änderungsantrag im Laufe der Wahlperiode, der kommenden Wahlperiode einzubringen. Leider Gottes sind unsere guten Vorschläge an der Stelle verheilt. Das ist bedauerlich. Aber es ist wie in vielen anderen Fällen eben auch so. Also, wie gesagt, das sind die Gründe, warum wir heute nicht zustimmen können, sondern uns enthalten werden. Vielen Dank. Danke, Herr Decker. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Bächle-Scholz das Wort. Herr Vorsitzender, werte Kollegen und Kolleginnen! Wir beraten heute das Gesetz über den Anspruch vom Bildungsurlaub in zweiter Lesung, welches in der Anhörung von den geladenen Experten als Schritt in die richtige Richtung bewertet wurde. Ihre Auffassung, alles geschehe in einem Herupfverfahren, teilen wir keineswegs. Denn das Gesetz wurde auf dem Weg der allgemeinen Gesetzgebung auch auf den Weg gebracht und hat diesen durchlaufen. Ebenso sehen wir es auch als ausgewogen an. In der Anhörung wurde nämlich auch klar, dass von den im Gesetz neuen Grundlagen, wie z.B. die Förderung der Teilnahme von Beschäftigten von Kleinst- und Kleinstunternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern oder die Einführung einer Experimentierklausel mit der Möglichkeit des Lernens mittels elektronischer und internetbasierter Lernmethoden, besonders die Flexibilität der Fortbildungstage durch eine verkürzte Veranstaltungszeit von 3 bis 5 Tagen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. von Pflege eines Angehörigen hervorgerufen wurden. Auch der Einbeziehung von Auszubildenden in die Fortbildungsangebote durch die Möglichkeit der Ehrenamtsschulung wurden gelobt und hervorgehoben. Wir sind uns, denke ich, mir alle darüber einig, dass das Ehrenamt gestärkt werden muss als Charakterzug einer sozialen, am Menschen orientierten Gesellschaft und zur Anerkennung dieses nicht immer einfachen und oftmals zeitintensiven Engagements. Die Bildungsträger haben ganz besonders begrüßt die Komprimierung von Lerninhalten auf 3 Tagen, denn damit wurde eine künstliche Ausdehnung der Vorbildung entgegengewirkt. Ich denke, und wir sind der Auffassung, mit den neuen Regelungen wird das Gesetz an die Anforderungen der Arbeitswelt und der Familie angepasst. Der vorliegende Gesetzentwurf stellt sich, und das haben die Experten in der Anhörung bestätigt, der ständigen Weiterentwicklung des Wissens und Kompetenz der Beschäftigten. Bedauerlich fand ich und mit Erstaunen vernehme ich auch heute die Aussage der Opposition, dass man sich bei einer Abstimmung enthalten werde, da in der Kürze der Zeit nicht die Möglichkeit bestanden hätte bzw. bestehe, einen Änderungsantrag zu formulieren. Ich behaupte einmal, bei anderen Gesetzen oder Vorlagen klappt das ja auch bei Ihnen. Vielen Dank. Danke, Frau Bächle-Scholz. Aus gegebenem Anlass bitte ich doch einmal um ein bisschen mehr Ruhe hier im Raum. Danke. Als Nächstes spricht zu uns Herr Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann es relativ kurz machen. Wir haben das ja intensiv schon besprochen im Ausschuss. Und wir haben gewisse Bedenken. Einmal ist es so, dass der Bildungsurlaub nur von einer ganz geringen Anzahl von Mitarbeitern überhaupt nachgefragt wird. 0,5 %
vielleicht auch 1 %, da schwanken die Zahlen ein bisschen, aber es ist wahrscheinlich gar kein zeitgemäßes Angebot womöglich mehr. Ich finde, die Experimentierklausel ist eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite gibt es enorme Kosten. Die Betriebe haben sich ein Stück weit auch beschwert über die Situation. Wir wollen dem Gesetz eine Chance geben. Wir werden uns enthalten. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. – Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr May gemeldet. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es sind für uns auch im Wesentlichen die 4 Punkte, die Kollegin Bächle-Scholz schon aufgeführt hat, die für uns entscheidend sind und die einen großen Fortschritt in diesem Gesetz markieren. Das erste ist die Möglichkeit der Verkürzung der Veranstaltungszeiten. Diese Flexibilisierung bietet eben die Vorteile, dass es eben anderen Personengruppen zugänglich wird, der Bereich des Bildungsurlaubs. Die Experimentierklausel, die im Bereich des Bildungsurlaubs das möglich macht, was man in Hochschulen Blended Learning macht, ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, um neue Schichten für den Bildungsurlaub zu gewinnen. Genauso ist das mit der Frage der Beschäftigten von Klein- und Kleinstunternehmen, wo wir mit dem 50-prozentigen Zuschuss das attraktiver machen für die Unternehmen und damit ermöglichen, dass auch diese Unternehmen guten Gewissens am Bildungsurlaub teilnehmen können. Und das vierte ist in der Tat die Ehrenamtsschulung für die Auszubildenden. Ehrenamt ist für uns alle eine wichtige Angelegenheit. Und von daher glaube ich, kann da niemand dagegen sprechen, dass man diesen Teil stärken soll. Von daher sehen wir in diesem Gesetzesvorhaben nur nachvollziehbare Vorteile für den Bildungsurlaub. Und von daher bitten wir um Ihre Zustimmung. Unsere Fraktion wird gerne zustimmen. Vielen Dank. Danke, Herr May. Für die Linksfraktion hat sich Frau Schott zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sprechen immer wieder über lebenslanges Lernen. Wir sprechen über Erwachsenenbildung. Wir sprechen immer wieder darüber, wie sehr wir das Ehrenamt und die Notwendigkeit desselben loben und haben wollen. Und gleichzeitig hören wir dann hier solche Sätze wie künstliche Ausdehnung der Fortbildung. Also, das hat mich eben schon beeindruckt, wenn es darum geht, dass Menschen tatsächlich 5 Tage im Jahr freiwillig, nicht gezwungenermaßen, sich nicht an ihrem Arbeitsplatz, sondern bei einem Bildungsträger befinden. 5 Tage im Jahr, die nur noch 1 % der Erwerbstätigen überhaupt annehmen. Und wir fragen uns nicht, was sind denn die Rahmenbedingungen, weshalb sie es nicht tun und können wir diese verändern, sondern wir stellen fest, die Rahmenbedingungen sind, es ist schwierig, 5 Tage am Arbeitsplatz wegzubleiben, oder es ist schwierig, 5 Tage im Jahr, eine Woche am Stück, die Familienversorgung sicherzustellen, wenn jemand nicht zu Hause ist. Warum schaffen wir nicht Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, dass Menschen das tun können? Die Reaktion hier darauf ist, wir passen halt die Realität an diese schlechten Bedingungen an und sagen, na, dann gehen die Menschen eben nur noch 3 Tage und eröffnen somit die Möglichkeit, 3 Tage zu gehen, anstatt zu sagen, wir tragen Sorge dafür, dass die Anbieter auch Kinderbetreuung mit anbieten können in einem Rahmen, der dann auch noch bezahlbar für alle Beteiligten ist und unterstützen das. Oder wir gucken, dass es eben keinen Druck und kein Mobbing gibt, wenn Menschen sagen, ich nehme diese 5 Tage in Anspruch. Und nein, unsere Betriebe werden davon nicht pleite gehen. Und die Belastung, die dieses 1 % verursacht, ist durchaus tragbar für die hessischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich finde, wir sollten wirklich darauf achten, dass wir dieses Instrument, das mal geschaffen worden ist, dass Menschen sich eben genau in der politischen Bildung, in der Ehrenamtlichkeit, in dem, was sie zulernen wollen, neben ihrer Berufstätigkeit, diese 5 Tage im Jahr nehmen können, dass wir dafür Sorge tragen können, dass solche Bildung stattfinden kann und dass wir dafür auch Rahmenbedingungen schaffen, die das ermöglichen. Und das genau leistet eben dieser Entwurf hier nicht, sondern er versucht ganz einfach, den erhöhten Druck, den diese Gesellschaft ohnehin schon hat, da jetzt sozusagen kompatibel zu machen und zu sagen, wir verkürzen die Zeit an der Stelle. Das ist keine gute Lösung, und das ist nicht im Sinne von dem, was wir ansonsten apostulieren, wenn wir über Erwachsenenbildung reden und wenn wir über Ehrenamt reden. Da bräuchte es andere Maßnahmen, und deswegen werden wir diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen können und uns enthalten. Danke, Frau Schott. – Für die Landesregierung spricht Herr Grüttner. Herr Präsident, ich gehe auch mit dem Namen ans Mikrofon, keine Frage.
Seit 40 Jahren ist das Hessische Bildungsurlaubsgesetz das Gesetz, das den Rahmen für Fortbildungsveranstaltungen im Bereich der politischen Bildung, der beruflichen Weiterbildung, aber auch der Schulungen zur Wahrnehmung des Ehrenamtes bietet. Im Jahre 2016 haben ca. 12.000 Personen diesen Anspruch wahrgenommen und damit den positiven Trend aus dem Jahre 2015 fortgesetzt. Damit verstärkt die Möglichkeit des Bildungsurlaubs in Anspruch genommen werden kann, haben wir mit dem Bildungsurlaubsgesetz vier entscheidende Punkte mit eingebracht. Das ist die Verkürzung der Veranstaltungszeiten, das ist eine Experimentierklausel. Es ist vor allen Dingen die Förderung der Teilnahme von Beschäftigten von Kleinst- und Kleinunternehmen, denen wir eine entsprechende finanzielle Unterstützung geben und die Ehrenamtsschulung für Auszubildende. Unbestritten ist, dass wir über viele Punkte noch weiter diskutieren können. Ich habe bei der Einbringung des Gesetzes zum Kollegen Siebel gesagt, dass die Fragestellung, weil er das an mich herangetragen hat, die Fragestellung der Fortbildung oder der Bildungsurlaubsveranstaltungen für kommunalpolitisch Aktive durchaus wir uns diskutieren können, genauso wie die Fragestellung der Kinderbetreuung. Ich würde sagen, Step by Step. Wir sind jetzt einen großen Schritt weitergegangen, was die Ehrenamtsausbildung anbelangt. Das Gesetz hat sich insgesamt bewährt, und die Landesregierung bittet um entsprechende Zustimmung. Herr Staatsminister Grüttner, wir sind am Ende der Aussprache angelangt. Ich lasse über den Gesetzentwurf abstimmen. Wer ihm seine Zustimmung geben möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen SPD, DIE LINKE und die FDP-Fraktion. Damit hat der Entwurf eine Mehrheit gefunden und wird zum Gesetz erhoben. Meine Damen und Herren, bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, bin ich gebeten worden, ein Versäumnis, von dem wir gar nicht wissen, ob es ein Versäumnis ist, nachzuholen. Der Kollege Kummer fehlt heute krankheitsbedingt und ist deswegen entschuldigt.